Anfang August habe ich Geburtstag. Dieses Jahr dachte ich mir, ich frage ein paar Leute, ob sie Bock haben, mit mir von München nach Mailand zu radeln. Wiebke war sofort dabei und Nick natürlich auch. Jannike hatte nur 2 Tage Zeit, aber sie startete immerhin zu meinem Geburtstag mit uns. Da ist Wiebke auf Mountainbike und Jannike und Nick auf Gravelbikes. Es regnet gar nicht. Komisch. Bis jetzt rollt sich super. Wir haben eine gute Zeit. Es sind auch nur ein paar Regentropfen bisher auf uns gefallen. Da, wo wir jetzt hinfahren, da ist es dunkel. Da fahren wir auch hin. Ja, warum eigentlich von München nach Mailand? Diejenigen, die uns auch bei Instagram folgen, die haben vielleicht gesehen, dass Nick auch Grevé-Routen scoutet in Bayern. 2024 soll es einen super Grevé von München nach Mailand geben. Der ist in Anlehnung an einen alten Rennradklassiker, der von Mailand nach München ging, über den Brenner. Aber Brenner heute, Offroad, Gravel, ist ein bisschen langweilig, denn da ist eigentlich alles asphaltiert und Radweg. Also sollte was Spektakuläres her. Und außerdem soll das Ziel nicht München, sondern Mailand sein, weil Italien fühlt sich doch mehr nach Urlaub an, oder? Nick hat also Stunden damit verbracht, wenn nicht gar Tage, eine Route zusammenzubauen für unseren ersten Versuch. Wir sind morgens am 5. August gestartet. Weil das hier ein richtig schöner Sommerurlaub werden sollte, haben wir uns erstmal alle unsere Regensachen angezogen. Vorher haben wir echt überlegt, ob wir 2 Tage später starten sollen oder so. Es hat nämlich einfach nur geregnet und in den nächsten Tagen war auch keine Besserung in Sicht. Also haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt los. Wir buchen uns ein Hotel für die erste Nacht. Dann haben wir wenigstens nachts die Möglichkeit, unsere Sachen zu trocknen. Gemacht, getan. Und los ging's. Genau genommen sind wir in Wolfratshausen gestartet, direkt vor unserer Haustür. Wir sind nicht erst nach München gefahren. Von hier aus sind wir auch etwas mehr Straße gefahren, als der Track von München nach Mailand dann später sein soll. Wir wollten etwas schneller vorankommen, wegen dem Wetter eben. Später hatten wir richtig coole Single Trails. Teilweise war es aber auch ganz schön überflutet. Überall Wasser. Ich habe etwas Neues gelernt. Perfekt. Wir sind schon über 60 Kilometer gerollt und sind gleich in Garmisch. Da suchen wir uns mal einen Kaffee für eine Pause. Und dann geht's rauf, rauf, rauf. In Garmisch stärkten wir uns erstmal im Waffelhaus. Jetzt gibt es hier in Garmisch erstmal krasse Waffeln. Und dann ging es weiter in Richtung Fernpass, der höchste Punkt des ersten Tages. Bisher war ich die Strecke nur andersrum gefahren und deshalb hatte ich Respekt vor dem Aufstieg, weil ich in Erinnerung hatte, dass es relativ loser Schotter war. Es fuhr sich aber dann eigentlich doch alles ziemlich gut. Klar, es war auch mal steil, aber mega schön einfach. Und die Stimmung mit dem Regen, das war einzigartig. Und weil das hier ein richtig schöner Sommerurlaub werden sollte, haben wir uns erstmal alle unsere Regensachen angezogen. Regenhose, Überschuhe, Jacke, genau. Und 2,5 Kilometer später hat es schon wieder aufgehört zu regnen. Jetzt ist fast Sonne. Oh. Also hier war gerade ein Schild, da stand drauf, Achtung Gefahr. Da ist die Gefahr. Ein reißender Fluss. Eigentlich sehen Sie hier die Zugspitze. Da ist die Zugspitze? Ja. Eindeutig. Wir fahren gerade an Erwald vorbei. Und vorher hatten wir ein paar Abenteuer mit der ein oder anderen Wasserdurchquerung. Teilweise ging es bis zum Oberschenkel. Zum Glück war es relativ warm. Es regnet richtig. Aber es ist einfach so schön.
Und bist du froh, dass du die Jacke mit der Kapuze dabei hast? Ist okay. Jetzt, wo ich es dabei habe, setze ich die Kapuze auf. Ich wäre aber bisher bestimmt auch ohne gegangen. Aber schon praktisch. Wir sind abgestiegen und haben geschoben. Also. Man weiß. Aber man weiß ja auch nie, wie glatt das ist. Also, wir haben geschoben. Schlick macht. Ja, bestimmt. Oh, das. Du warst schon nah am Rand. In der Abenddämmerung kamen wir an unserem Hotel an. Wir konnten die Fahrräder in einen Raum stellen, wo sie trocknen konnten. Unsere Klamotten konnten wir im Heizungsraum trocknen. Das war mega. Auch die Schuhe wurden über Nacht trocken. Beim Frühstück am nächsten Morgen schien erstmal die Sonne. Aber als wir dann losfahren wollten, genau dann setzte der Regen ein. Auf geht's, Tag 2. Regen. Wäre auch zu schön gewesen, beim Sommerurlaub ein bisschen Sonne zu haben. Ganz unerwartet ein Zug hier auf diesem Weg. Bei einigen Streckenabschnitten haben wir überlegt, ob das gut für so ein Event ist oder ob das zu krass ist. Es war teilweise sehr wurzelig. Teilweise haben wir auch was weggelassen. Teilweise konnten wir irgendwo nicht langfahren, weil es gesperrt war, weil Bäume umgefallen waren. Da müssen wir also noch mal ran zum Scouten. Wer wissen will, wo wir genau langgefahren sind im Sommer 2023, die Collection dazu gibt's in der Videobeschreibung. Wir aßen dann noch gemeinsam Mittag. Es gab Käsespätzle. Nach dem Mittag hieß es, wir fahren irgendwie alle ein bisschen unterschiedlich weiter. Für Jannike ging es zurück nach Hause. Wiebke wollte dem Inntal-Radweg folgen und Nick und ich wollten die Route scouten für München-Mailand. Das hat nicht so ganz geklappt. Wiebke ist ihren Weg gefolgt. Nick und ich sind unserem Weg gefolgt bis zum nächsten Abzweig. Da stand ein Schild, Durchfahrt verboten, wegen Baumbruch und keine Ahnung was. Wir haben es dann nicht ausprobiert, sondern sind Wiebke hinterher und haben ein bisschen gehofft, dass wir sie noch einholen. Aber war eigentlich auch fast klar, dass wir das nicht schaffen. Dann haben wir uns aber wieder getroffen. Es gab Pizza und wir haben uns eine Übernachtungsmöglichkeit für den Abend gebucht. Voll schön. Wir sind jetzt in der Schweiz und die Schweiz begrüßt uns mit Regen. Der ganze Regen, der ging ganz schön aufs Gemüt und wir haben echt überlegt, ob es jetzt Sinn macht, dass wir am nächsten Tag weiterfahren oder ob wir vielleicht eine Pause einlegen und warten, weil am übernächsten Tag sollte es wieder richtig schön werden. Wo ist jetzt die Sauna? Wir sind da! Wir haben uns heute hier 3 Betten gemietet auf diesem Campingplatz. Hey. 3 Personen. Schlafcontainer. Ja. Gleich gibt's Kaffee mit Pizza. Wir sind gerade gestartet beim Campingplatz und fahren jetzt nach Squall oder wie auch immer das heißt, nicht weit vom Campingplatz und haben unsere Pläne ein bisschen geändert. Da werden wir dann nämlich 2 Nächte bleiben. Ist das nicht schön? Bisschen Realität. Ich glaube, da vorne ist schon unser Ziel. Das war richtig anstrengend heute. Puh. Schon wieder Hunger. Und genau, wir haben auch schon wieder Hunger. Einem Mittagessen vorm Supermarkt haben wir Pläne für den nächsten Tag geschmiedet. Und dann war Abhängen und Erholen angesagt. Guten Morgen. Wir sind hier in Squall in einer Jugendherberge. Wir bleiben hier 2 Tage bzw. 2 Nächte. Und heute drehen wir hier eine kleine Runde und machen einen Ruhetag.
Die ersten 2 Tage unserer Tour waren ziemlich nass. Wir hatten super viel Regen. Und dann haben wir uns halt entschieden, den 3. Regentag auszulassen und nur ganz kurz bis hierher zu fahren. Hey, die Sonne scheint! Ich glaube, das wird morgen richtig, richtig krass. Ich habe so Bock, da in die Berge reinzufahren. Wir sind dann bei schönstem Wetter an unserem Pausentag noch eine Runde gefahren. Wir haben angehalten und einen Outdoor-Kaffee getrunken. Wir sind Kühen begegnet. Ja, ich glaube links am Rand. Und haben einfach den Tag genossen. Am nächsten Tag sollte das Wetter noch besser werden. Wir sind dann aber aufgewacht und was war? Regen! Wir haben einen Tag Pause gemacht, damit wir jetzt keinen Regen haben, wenn wir weiterfahren. Und der heutige Tag überrascht uns mit Regen. Was sagt ihr dazu? Oh Gott. Schon wieder. Und hier schlängelt sich jetzt eine Serpentinenstraße den Berg hinauf. Na, da haben wir ja schon mal Glück, dass oben nicht so mega viel Schnee zu sein scheint. Die Wintersperre ist nämlich offen. Puh. Mittlerweile hatten wir auch für die nächste Nacht, weil das Wetter ja wieder nicht so doll war, ne, hatten wir uns schon ein Refugio gebucht, wo wir auch vegetarisches Abendessen bekommen konnten. Um dorthin zu gelangen, ging es aber erstmal durch wunderschöne Landschaften. Viel bergauf im Regen. Guck dir diese Zacken da unten an. Sechs Grad. Sommerurlaub. Mittlerweile regnet es nicht mehr. Na? Oh, oh, es bückst aus. Jetzt sind wir auf 2251 Meter und da dann geht's runter und dann wieder hoch. Gerade hatten wir eine kurze, steile, technische Abfahrt, aber schön war's. Und wir sind auch alle heil runtergekommen. Teilweise sind wir abgestiegen und haben geschoben. Nick ist alles gefahren. Das tut gerade einfach so gut, dass wir so viel Zeit uns immer nehmen und überhaupt keinen Druck haben, irgendwie voranzukommen. Außer jetzt so ein bisschen, weil wir noch 20 Kilometer bis zum heutigen Ziel haben und es schon
17.20 Uhr ist. Fertig! Aber er muss jetzt über den Weg gehen. Okay, richtig schön. Wir kamen dann einer Talsperre an und wussten, gleich sind wir da. Hoffentlich gibt es eine Dusche, hoffentlich gibt es gutes Essen. Ich weiß gar nicht, ob man die krasse Farbe auf dem Video sieht. Wir wurden freundlich empfangen, es war mega nett. Wir haben gutes Essen bekommen, ausreichend irgendwie, keine Ahnung, es waren 3 Gänge oder sowas. Und wir haben geduscht und sind ins Bett gegangen. Die Reihenfolge war andersrum. Das Frühstück war dann nicht mehr ganz so üppig. Wir haben aber noch mal 1-2 Mal ein bisschen mehr Brot bekommen, zum Glück. Heute war das Wetter schön. Jetzt ging der Sommerurlaub sozusagen los. Und die längste Etappe stand an. Ziel heute, der Comer See. Schade, geschlossen. Wir sind jetzt hier an so einer Burg. Und fahren gleich. Heute ist ein entspannter Tag, 130 Kilometer, also relativ lang, aber dafür nur 800 Höhenmeter hoch oder 900 und ungefähr 2800 nach unten. Und zwar geht's jetzt durch diesen Tunnel, dann dort lang hin, aber nicht runter. Dort geht's dann lang. Unsere Challenge heute ist: Schaffen wir 130 Kilometer und schaffen wir es, in den Comer See zu springen. Wir machen jetzt ein Kaffeepäuschen. Nach unserer Kaffeepause ging es erstmal ganz schön rough bergab. Jetzt ist es etwas besser, jedenfalls nicht mehr so steil. Hier sind gerade wieder viele Steine. Das ist nicht so leicht mit der Kamera in der Hand. So sieht's aus. Okay. Sieht wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Yay. Jetzt kam eigentlich das langweilige Stück. Für mich war es nicht langweilig. Nick mag lieber Berge, lieber hoch und runter fahren. Ich fahre auch gern mal flach. Und Nick hatte dementsprechend schlechte Laune. Für Wiebke war es anstrengend, weil mit dem Mountainbike war es dann doch schwerer, im Flachen mitzuhalten sozusagen. Hat aber auch funktioniert. Und wir haben vielleicht ein bisschen spät die nächste Essenspause gemacht, sodass die Energie runter war. Die Stimmung war also insgesamt heute nicht ganz so gut. Passiert wahrscheinlich auf jeder Tour. Ich hatte mega Spaß auf einem so einem Wiesenstück und ich wusste aber, die anderen sind gerade nicht so gut drauf und ich habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich einfach so Bock hatte, da lang zu heizen. Es war Gegenwind und Gras, wo sich schlecht fuhr. Das war irgendwie, ich war im Modus und hatte Bock. Hier ist zwar flach, dafür bremsen Sand, Gras und Wind. Und habe mir dann aber eingeredet, Sandra, du darfst Spaß haben, auch wenn die anderen gerade nicht so gut drauf sind. Ich hatte dafür zu anderen Zeiten Tiefpunkte.
Und dann waren wir alle doch froh, am Comer See anzukommen. Wir haben den See erreicht. Sommerurlaub. Wir haben uns mega auf Pizza gefreut. Genau an dem Abend, der Abend des 6. Augustes, ich weiß nicht mehr welcher, gibt es immer ein Feuerwerk am Comer See. Und das war genau der Abend, an dem wir dort ankamen. Frühstück am Comer See. So, und jetzt haben sich unsere Wege schon wieder getrennt. Nick hat noch einen Pass ausprobiert oder einen Streckenabschnitt ausprobiert, der vielleicht in die Strecke von München-Mailand rein soll. Wiebke und ich haben die Straße am See ausprobiert, wo viele Autos fahren sollen, ob man denn da fahren kann oder ob es einfach nur kreuzgefährlich ist, da lang zu fahren. Wir testen jetzt den Weg am See, also die Straße. Bisher wurden wir schon mal nicht überfahren. Das ist doch gut. Dann ging es mit der Fähre über den See und wir gingen schon auf den nächsten Campingplatz. Es war also ein kurzer Tag für Wiebke und mich. Für Nick nicht, der hat, keine Ahnung, unzählige Höhenmeter sein Rad hochgeschoben. Es war nämlich einfach nur super steil und Wiebke und ich waren froh, dass wir nicht dabei waren. Ja, und dann hieß es tatsächlich Abschied nehmen. Wiebke wollte das letzte Stück nach Mailand nicht mitkommen, sondern noch ein bisschen Zeit am Comer See verbringen, was sich im Nachhinein auch als die allerbeste Entscheidung herausgestellt hat. Wir haben uns mit der neuen Situation angefreundet, haben noch gemeinsam gefrühstückt, vielleicht ein bisschen zu lange. Und dann sind Nick und ich los zur Fähre, wieder über den See. Wir fahren jetzt über den See, wir fahren jetzt über den See. Eigentlich mit Fahrrädern. Nach der Fähre wartet eine schöne Treppe. Dann ging es hoch zur Madonna del Gisella oder wie auch immer das heißt oder ausgesprochen wird. Ein beliebtes Ziel unter RadfahrerInnen. Vielleicht mehr unter Radfahrern, da ist es nämlich hauptsächlich männlich da oben. Aber da gibt es eine Kapelle, da sind mega viele Profi-Trikots. Ganz viele Sachen ausgestellt. Es gibt ein Radfahrermuseum, wo es Postkarten von männlichen Radfahrern gibt. Ich habe angesprochen, warum gibt es denn nichts für Frauen? Und sie so, ja, da sind wir dran, da kommt vielleicht im nächsten Jahr was. Also sie haben auf dem Schirm, dass auch Frauen Radfahren. Einfach jedes Mal nachfragen, wenn man da ist. Und jetzt ging es los. Jetzt kam der Part, der eigentlich am schwierigsten vorher zu planen war, weil in den Bergen gibt es jetzt nicht so viele Wege, aber dann natürlich in dem flacheren Bereich gibt es unfassbar viele Wege, die man wählen kann. Von steil bergab zu steil bergauf und jetzt Kopfsteinpflaster. Nicht ganz so steil bergauf. Nick und ich waren beide noch nie in Mailand, also hat er mit Komoot und Trailview und allem möglichen versucht, einen schönen Weg rauszusuchen. Teilweise konnten wir den aber nicht fahren, weil ein paar Wochen vorher anscheinend ein krasser Sturm durchgegangen ist und super viele Bäume einfach umgefallen waren. Das war's jetzt mit den Bergen. Jetzt geht's runter und dann wird's flach. Häufig ist es ja so, man denkt, jetzt wird's flach. Jetzt wird es einfacher, jetzt kommen wir mal schnell voran und dann ist genau das Gegenteil der Fall. Und so war es auch diesmal. Die Hitze machte uns zu schaffen. Es wurde schwieriger, Wasser zu finden. Also haben wir definitiv nicht ausreichend getrunken. Es ist 15.38 Uhr und wir haben noch 93 Kilometer zum Ziel. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen, auch weil... ich kein wirkliches Licht dabei habe. Und irgendwann mussten wir der Wahrheit ins Auge blicken. Das wird heute nichts. Ich komme heute nicht bis nach Mailand. Ich habe nämlich nur so ein Mini-Licht dabei, was nicht über meine Tasche leuchtet. Ich kann also nicht im Dunkeln ankommen. Wir haben jetzt Dinge mal realistisch betrachtet
realistisch geht die Sonne irgendwo in unter. Und bei dem Geholper hier sah es nicht so aus, als könnten wir das vorher rechtzeitig schaffen, in Mailand zu sein. Und jetzt haben wir uns getrennt. Nix gehört die Route fertig. Ich fahre jetzt 53 Kilometer Gravel nach Mailand. Check schon mal im Hotel ein. Naja, das habe ich mir anders vorgestellt. Und Nick, glaube ich, auch. Aber es ist, wie es ist. Am Anfang dachte ich, oh ja, richtig schön, richtig schön. Aber kurze Zeit später die ersten Bäume, die im Weg lagen. Und irgendwann war es einfach so, oh nein, ich muss wieder in den Wald. Hier liegt alles voller Bäume und hinter jeder Kurve erwarte ich, dass da schon wieder so unüberwindbare Hindernisse liegen. Das ist anstrengend. Man musste irgendwie das Rad zwischen umgefallenen Bäumen rüberhieven und dann dachte man sich, warum habe ich angefangen, hier über die Bäume zu klettern? Jetzt ist es wahrscheinlich genauso mühsam, wieder zurückzugehen, als weiter vorwärts zu gehen. Und irgendwann dachte ich, ich muss den nächstbesten Weg zur Straße nehmen. Ich glaube, das ist Milano. Ich bin fast beim Hotel und Nick hat Stress beim Schieben und Heike-Bike, weil so viele Bäume umgekippt sind. Der fährt jetzt die letzten 50 Kilometer Straße. Und er kam dann, als es dunkel wurde, in Mailand an. Einen oder anderen Kratzer gab es auch. Ziel der Tour war es, dass wir eine gute gemeinsame Zeit haben, etwas erleben, Spaß haben, Pausen machen, nicht so viele Kilometer fahren wie sonst öfter. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch wenn man weniger Kilometer einplant als bei üblichen Touren. Es war genauso anstrengend. Man ist trotzdem den ganzen Tag unterwegs und wir dachten immer wieder, naja, heute kommen wir vielleicht mal ein bisschen eher am Ziel an. Nee, haben wir nicht geschafft. Falls ihr hier dieses coole T-Shirt seht, das könnt ihr bei uns kaufen. Das haben wir selbst gestaltet. Eine Linie, zwei Fahrradfahrende und We Are Cyclists. Ihr könnt es auch haben. Schaut mal vorbei.